Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich wollte euch heute mal ein bisschen was zu Survival-Theorie erzählen. Und zwar nehmen wir jetzt mal folgende Situation an. Wir sind irgendwo, Wurst wo, und aus irgendwelchen Gründen sind wir da jetzt eine ganze Zeit lang und haben nichts zu essen dabei. Näheres könnt ihr euch selber ausdenken, ist ja Wurst. Leider sind wir an einem Ort, also zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben versäumt, uns schlau zu machen, was einheimische Pflanzen angeht und sind halt irgendwo einheimisch gestrandet, haben aber keine Ahnung, was wir essen können und was nicht. Oder Möglichkeit 2, wir sind tatsächlich irgendwo gelandet, wo wir keine Ahnung von den einheimischen Pflanzen haben und müssen entsprechend mit dem klarkommen, was halt da ist. Wissen also nicht, was kann ich essen und was kann ich nicht essen. Und da gibt es jetzt zwei mögliche Dinge, die man da tun kann, beziehungsweise eigentlich drei. Fangen wir mit der dritten und besten Methode an. Wir kennen zumindest einige Pflanzengattungen bzw. Familien, von denen nahezu alle Vertreter essbar sind. Das hat der Joe Vogel in mehreren seinen Büchern ganz toll zusammengefasst und hat da 12 Pflanzenfamilien, die Kosmopoliten sind, erwähnt. Das heißt, die kommen quasi überall vor, zumindest einige von denen. Und die sind grundsätzlich fast alle Vertreter davon essbar. Wenn man die kennt, dann hat man auf jeden Fall schon mal einen guten Grundstock, um überall was zu essen, pflanzlicher Art, finden zu können. So, das ist die beste Möglichkeit. Die zweite Option, die man hat, dazu komme ich gleich, weil ich gehe jetzt erstmal von der schlechtesten Variante aus. Wir haben überhaupt keine Ahnung von Pflanzen und haben uns bloß eine Sache gemerkt, die wir mal irgendwo gehört haben, nämlich sogenannte Genießbarkeitstests. Eine Möglichkeit, um davon schon mal gehört zu haben, ist jetzt mir weiter zuzuhören. Das funktioniert folgendermaßen. Man nimmt sich ein Stück von der besagten Pflanze, die nach Möglichkeit überall zu finden ist und sehr häufig ist. Giftpflanzen sind übrigens selten häufig, also die kommen wirklich nur in seltenen Fällen in riesigen Mengen überall vor. Daher nehmen wir eine Pflanze, die gibt es quasi überall. Da ist alles voll mit diesem Zeug. Und von dieser Pflanze probieren wir... Es fallen Dinge vom Baum. Von dieser Pflanze probieren wir zunächst ein winzig kleines Stück. Was heißt ein winzig kleines Stück? Das heißt wirklich sowas hier. So wirklich ein ganz kleines Fetzelchen. Und dann warten wir so zwischen ein und vier Stunden, je nachdem wie sicher wir gehen wollen und wie nützlich diese Pflanze uns wäre, wenn wir wissen würden, dass wir die problemlos mampfen können. Ich würde fast eigentlich immer 4 Stunden empfehlen. Es gibt auch Angaben zu eine Stunde reicht, aber innerhalb von 4 Stunden sollte jedes auch nur halbwegs starke Gift, wenn es tatsächlich in einer Konzentration drin ist, in der es bei so einer Menge schon spürbare Folgen hinterlässt, sollte es dann zu spüren sein. Und zweitens, noch wichtigere Sache, in so einer winzigen Menge gibt es kein Naturgift, das tödlich wäre oder auch nur nennenswerte Schäden anrichten würde. Es gibt ganz, 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 ganz wenige, die überhaupt spürbare Konsequenzen auslösen würden. In Deutschland ist mal keins bekannt, dass man in der Menge wirklich schon bemerken würde. Bei diesem Genießbarkeitstest sollte man gleichzeitig darauf achten, ob das, was man futtert, besonders schlecht schmeckt. Wenn das also wirklich brennt auf der Zunge. Das gibt es relativ häufig, dass da irgendwelche Kristalle in die Zellvakuole eingelagert sind, die beim Draufbeißen dann entsprechend zerbrechen und sich in die Zunge reinbohren. Das brennt dann richtig, tut quasi wirklich richtig weh, als ob man sich in die Zunge gestochen hätte. Das hat man ja im Endeffekt auch. Wenn sowas ist, dann sollte man auf keinen Fall weiter essen. Wenn es enorm bitter schmeckt, sollte man auf keinen Fall weiter schmecken. So eine ganz leichte Bitterkeit ist ja schon bei Kopfsalat vorhanden. Also so ganz leicht bitter. Und das Blattmaterial, Grünzeug niemals süß schmecken wird, das muss ich glaube ich auch niemandem erzählen. Das gibt es einfach nicht. Vielleicht kann man so einen winzigen Hauch von Süße bei der einen oder anderen Sache rausschmecken. In dem Fall ist das definitiv was, was man essen kann. Es gibt tatsächlich auch grünes Pflanzenmaterial, das ein kleines bisschen Zucker einlagert, aber ganz selten.
Egal. So, also, wenn es halt eben nicht bitter schmeckt, man nach 4 Stunden Licht merkt, dass es einem irgendwie schlechter geht, es nicht sauer geschmeckt hat, nicht sonst irgendwie unangenehm, es kein Stechen gab oder sonst was, kein Brennen und alles einem wunderbar ist, dann nimmt man die doppelte Menge. Also sprich so ein Stückchen. Man muss da wirklich ganz, ganz vorsichtig vorgehen, denn Verhungern dauert lange, man hat also Zeit. Und probiert dann ein etwas größeres Stück und wartet wieder seine 4 Stunden. Gleiches Prozedere, darauf achten, geht es mir irgendwie schlechter, habe ich irgendwelches Bedürfnis, irgendwas zu tun, was ich normalerweise nicht tun würde oder wie geht es mir. Ganz allgemein muss man übrigens bei der Methode noch hinzufügen, dass das einen großen Nachteil hat, weil man ja subjektiv irgendwie nicht immer ganz korrekt einschätzen kann, ob man gerade hundertprozentig gesund ist oder ob man irgendein Problemchen hat, beziehungsweise möglicherweise rechnet man im Hinterkopf irgendwo damit, dass das Pflänzchen, was man gerade gefuttert hat, dann halt eben doch giftig ist und wird dann bei jedem kleinen Zimperlein, das sonst woher kommen kann, dann gleich denken, oh Gott, das Ding ist giftig, nächste Pflanze, die esse ich nicht weiter. Das ist vielleicht besser so, weil nachher ist es dann halt eben doch, dann ist sie halt eben wirklich giftig und da ist natürlich übertriebene Vorsicht besser als übertriebener Mut beim Verzehr unbekannten Grünzeuges. Aber ja, irgendwas muss man ja schließlich letztendlich dann langfristig gesehen essen. Tja, nach 4 Stunden, es geht einem gut, man verdoppelt wieder die Menge und mampft dann halt ein ganzes Blatt oder ein halbes Blatt, je nachdem wie groß die Blätter natürlich sind. Und immer so weiter und jedes Mal verdoppelt man die Menge wieder nach 4 Stunden. Und wenn man dann irgendwann mal eine ganze Pflanze oder eine ganze Menge davon gegessen hat und dann irgendwann immer noch nicht merkt, dass es einem irgendwie schlechter geht oder sonst wie, dazu übrigens immer viel trinken, dann kann man irgendwann davon ausgehen, dass diese Pflanze wohl nicht giftig ist und zumindest kurzfristig keine Schäden anrichtet. Sollte die Pflanze aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel krebserregend sein oder sowas, wird man das ohnehin nie erfahren. Und da kann man dann nur in den sauren Apfel beißen. Wobei mir jetzt nicht bekannt wäre, dass irgendwelche Grünzeuginhaltsstoffe nennenswert krebserregend sind. Na gut, gibt es wahrscheinlich auch irgendwo, aber man weiß ja von Krebs eh noch nicht allzu viel eigentlich, so gesehen an dem, was man alles wissen könnte. Ja, also das ist dieser Genießbarkeitstest und jetzt die zweitbeste Methode ist meiner Meinung nach der intelligente Genießbarkeitstest, zu dem man noch so ein paar Dinge über Pflanzenökologie wissen sollte. Dann kann man sich nämlich die Wahl der Pflanze, die man dann für einen Genießbarkeitstest heranzieht, erheblich erleichtern. Und das erzähle ich euch entsprechend jetzt. Und zwar, es gibt da so ein paar allgemeine Grundregeln, welche Pflanzen eher essbar sind als andere. Nämlich, je älter die Pflanze wird, je ausdauernder sie ist, je größer und je solid stabiler, man kann also davon ausgehen, dass die lange Zeit in ihrem Lebensraum verbringt. Dann kann man sich sicher sein, dass diese Pflanze in irgendeiner Form, Art und Weise sich vor Fressfeinden geschützt hat. Das heißt, die ist niemals, ihre Grünsubstanz ist niemals essbar, mit einer Ausnahme, nämlich die Blätter dieser Pflanze sind gerade eben erst ausgetrieben oder ganz junge Triebe, die gerade eben erst gewachsen sind. Das ist nämlich so, wenn sowas wächst, werden erstmal die Zellen angelegt. Das passiert bei Bäumen in einem Klimata mit Jahreszeiten, meistens schon im Vorjahr. Also vor dem Winter werden die Knospen quasi schon angelegt. Die reifen dann unter Umständen sogar noch im Winter noch ein bisschen weiter. Und in diesen Knospen drin sind schon die Grundrisse der Blätter drin. Wenn ihr mal eine Knospe aufschneidet, werdet ihr feststellen, also gerade und vielleicht eben im zeitigen Frühjahr, kurz bevor sie austreiben, dann macht ihr die mal auf und pult die mal auseinander und stellt fest, da drin ist ein Miniaturblatt der entsprechenden Baumart. Ich gehe jetzt halt einfach mal von Bäumen aus. Die dann eben entsprechend auch
da dran hängen wird, wenn das Blatt dann ausgetrieben ist. Dadurch, dass dieses Miniaturblatt schon vorhanden ist, also die Grundanlage schon da ist, muss es dann nur noch mit Wasser gefüllt werden. Was also im Austrieb erstmal passiert, ist schlicht und ergreifend nur das, dass die Blätter quasi aufgeblasen werden mit Wasser. Das ist wie ein Wasserbomben-Luftballon, den man sich auffüllt und dann an die Wand klatscht oder auf Mitschülerinnen oder ja, ähnliche weibliche Wesen. Jedenfalls, die werden einfach nur noch aufgeblasen mit Wasser quasi. Und in dem Moment, wo das erst kurze Zeit her ist, hatten die Blätter noch nicht die Gelegenheit, durch Photosynthese irgendwelche Stoffe herzustellen, mit denen sie sich vor Fraßfeinden schützen könnten. Heißt, solange das noch nicht der Fall ist, sind die Blätter noch essbar. Der Rest einer überdauernden Pflanze allerdings nicht. Das heißt, wenn man was an einer langfristig lebenden Pflanze essen kann, dann eben diese Blätter. Es gibt bei überdauernden Pflanzen dann zwei weitere Fälle, wo man was findet, was sehr gut zu essen ist. Oft übrigens auch völlig problemfrei und oft dann auch noch einen solch hohen Nährwert hat, dass man davon richtig gut leben kann. Das erste ist Pflanzen, die zu ihrer Vermehrung auf Tiere setzen. Die geben dann dem Tier dafür, dass es den Samen mitnimmt und woanders hinträgt, quasi zur Belohnung was zu essen. Meistens sogar was Leckeres. Das ist zum Beispiel, nach dem gleichen Prinzip funktioniert auch die Bestäubung bei irgendwelchen schönen Blumen, wo dann das Insekt ankommt, weil die Blume schön aussieht und suggeriert, komm zu mir, hier kriegst du tollen Pollen, kannst du essen oder kriegst Nektar, kannst du essen, ist alles ganz super und dafür musst du halt eben ein bisschen Pollen noch mitnehmen, der bleibt dann an dir kleben und du fliegst damit zur nächsten Blüte und bestäubst die dann halt eben entsprechend. Sowas gibt es halt eben auch dann bei späteren, bei fertigen Samen, dass der Samen ganz einfaches Beispiel ist eine Beere. Da sitzt der Samen innen drin und drumherum ist eine fleischliche Hülle, die im Wesentlichen aus Zucker besteht und für fast jeden Organismus einfach super lecker ist. Da ist das halt eben gewollt, dass der Samen gegessen wird. Der Samen durchläuft dann natürlich den Verdauungstrakt und das hat auch einen Sinn, nämlich nur wenn der Samen den Verdauungstrakt durchläuft, wird er überhaupt keimfähig. Davor ist er noch gar nicht keimfähig, unterliegt einer sogenannten Keimruhe. Und selbst wenn die Frucht auf den Boden fallen würde und vergammeln, würde da auch nicht großartig was draus wachsen. Weil nur durch die Verdauungssäfte im Darm beginnt der Samen quasi aufzubrechen, die äußere Hülle wird zerstört und er fängt an richtig zu keimen und hat dann eben, bis er den Darm verlässt, beziehungsweise wenn er den Darm verlässt und dann eben das Keimen startet, hat er den großen Vorteil, dass da, wo er den Darm verlassen hat, zufällig auch noch diverse andere tolle Nährstoffe darum liegen, von denen er sich gleich noch ernähren kann. Das ist also für die entsprechende Pflanze durchaus eine Situation, die ihr einen Vorteil bringt, wenn sie Samen produziert, die gefressen werden sollen. Weil A, werden sie ganz woanders hingepflanzt und B, kriegen sie noch einen Haufen Nährstoffe dazu, mit denen sie wachsen können. Das ist doch super. Und gerade sowas ist halt eben auch was wir dann doch bitte essen mögen. Und entsprechend haben wir dann auch keine andere Wahl, als auch die Samen durch die Gegend zu tragen und irgendwo hinzupflanzen, wo wir uns ein Löchlein geschaufelt haben oder auch nicht. In einem Survival-Szenario mag man vielleicht das ein oder andere Mal auf das Loch verzichten, was dann aber nicht ganz korrekt wäre. Wie dem auch sei, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist der Verzehr von pflanzlichen Embryonen, wenn man so möchte, also das Innerste eines Samens. Das besteht nämlich im Prinzip aus der pflanzlichen Eizelle, aus der die neue Pflanze entsteht. Und neben dem, was sich da entwickelt, das ist quasi wie beim Hühnerei, das ist ja eigentlich auch nur eine Zelle, befindet sich eben in dieser Zelle, neben dem Kern aus dem... noch einen Haufen Nährstoffe. Das ist dann halt eben auch noch drin. Das ist bei jedem Ei dieses Planeten in Anführungszeichen so. Und beim pflanzlichen Ei eben auch. Da wirklich nur Nährstoffe drin sind, in 99% der Fälle, heißt das, man kann das also auch immer essen. Weil da sind dann keine Giftstoffe mehr in diesem letzten innersten Bereich eines Pflanzensamens mehr drin. Ja. Leider ist es so, dass es dann relativ häufig wiederum vorkommt, dass deswegen, weil der eben für jeden leicht zu verzehren ist, dieser innere Bereich des Pflanzensamens drumherum sehr wohl irgendwas ist, was vermeidet, dass man da drankommt.
Sprich, wieder irgendwas, was für uns giftig ist. Jetzt haben wir allerdings als Homo sapiens Hände und sind daher in der Lage, meistens dieses Giftige drumherum zu entfernen, sei oder das mechanisch Störende drumherum zu entfernen, sei es eine stachelige Schale, sei es eine super harte Schale, eine Nuss oder ja, was auch immer. Wir sind daher erfinderisch und kommen dann an solche Samen ganz gut dran. Und wenn uns das gelingt, sind diese Samen in allermeisten Fällen essbar. Was noch hin und wieder dann das häufigste ist, was drin ist, was man nicht verträgt, sind irgendwelche Gerbstofftermine und sonstige gerbstoffartige Dinge, meistens irgendwelche verdauungshemmenden Substanzen. Die sind für uns als Mensch nicht so gefährlich wie zum Beispiel für reine Pflanzenfresser. Ist also jetzt erstmal nicht so schlimm, wenn man also wirklich drastisch Hunger hat, kann man das Zeug erstmal roh futtern. Und das Gute ist, wenn man es röstet, gehen die allermeisten dieser Substanzen dann doch ziemlich zuverlässig kaputt. Und dann sind diese Sachen auch ganz, ganz oft, bis auf ganz wenige Ausnahmen, gut essbar. Trotzdem sollte man auch da dann nochmal so einen Genießbarkeitstest durchführen und meinetwegen erst 2-3 von diesen Samen mampfen und dann eben wieder 4 Stunden warten und dann wieder 2, 3, 4, 5, 6 davon mampfen und dann wieder ein paar Stunden warten und immer so weiter, um ganz auf Nummer sicher zu gehen. Dann sollte man rausfinden, ob das eben jetzt eine Nahrungsquelle ist für die nächste Zeit oder eben nicht. So, das waren jetzt Beispiele für ausdauernde Pflanzen. Jetzt gibt es ja nicht nur ausdauernde Pflanzen, sondern auch Pflanzen, die nur mal kurz aus dem Boden rauskommen, kurz blühen, Samen produzieren und dann wieder tot sind. In so einem Fall ist es oft so, dass die ganz oft einfach so essbar sind, weil sie so eine kurze Lebenszeit haben, dass sie einfach auf Geschwindigkeit setzen. Die kommen, zack, wupp, Blätter aufmachen, bisschen Photosynthese betreiben, Samen produzieren, absamen und ab dem Punkt ist ihnen doch schon egal, ob sie sterben oder nicht, weil für den Nachwuchs ist gesorgt. Das ist in der Ökologie das Allerwichtigste. Man muss für den Arterhalt erstmal sorgen und dann kommt erst das Individuum. Oder in manchen Fällen kommt das Individuum halt eben sozusagen gar nicht. Beziehungsweise nur so lange, wie es halt eben noch nicht Samen produziert hat. Und sobald das passiert ist, verreckt es einfach. Gibt es ja auch ganz oft im Insektenreich, dass die Viecher da Eier legen und tot. Oder bei den Fischen gibt es das ja auch, Lachs beispielsweise. Oder? Ich glaube schon. Na, ich bin kein Fischexperte. Wie dem auch sei, in dem Fall, dass die Pflanzen eben nur mal ganz kurz hochwachsen und dann wieder weg sind, die sind dann meistens einfach so essbar, weil sie einfach gar keine Zeit haben, weil sie es zu eilig haben, um irgendwelche Giftstoffe zu produzieren. Ich könnte euch jetzt Beispiele nennen, aber das hilft euch ja nichts, weil wir gehen ja davon aus, dass ihr keine Ahnung habt, wo die entsprechenden Pflanzen wachsen und wie die aussehen und ihr eventuell irgendwo seid, wo es die überhaupt gar nicht gibt. Daher lasse ich das sein und dann gibt es ja noch so ein Zwischending, mehrjährige Pflänzchen, die trotzdem klein bleiben und nicht gleich Holz ausbilden und nicht gleich hier eine Kastanie sind, die dann... Entschuldigung, ist doch eine Eiche. An der Borke ist das gar nicht so einfach. Jedenfalls, die dann halt eben tausende von Jahren alt werden, wenn es dumm läuft. Hunderte mindestens. Und ja, die haben dann aber auch in der Regel dadurch, dass sie keine dicke Borke haben oder nicht besonders hoch sind, dass da keiner mehr drankommt an Fraßfeinden oder sonstige Verteidigungsmechanismen haben, sind die fast immer irgendwie vor Verzehr durch Herbivoren, also Pflanzenfresser, geschützt, sprich, die sind irgendwie giftig, wenn da nichts dran ist, was einem gleich ins Auge fällt, dass das irgendwie das Ganze schlecht zu essen sein lässt, zum Beispiel irgendwelche Dornen, beispielsweise die Brombeere. Im Prinzip wären die Blätter essbar, aber die schmecken einfach nicht, weil da so auch so kleine Härchen und da muss man erstmal drankommen. Alles nicht so schön. Ja. Neben den ausdauernden Pflanzen gibt es jetzt noch 2 andere Typen von Grünzeug, die man möglicherweise essen könnte. Da sind eine Gruppe gut und die andere Gruppe gar nicht gut. Fangen wir mit denen, die gar nicht gut sind, an. Das sind die mehrjährigen krautigen Pflanzen. Also das Zeug, das am Boden steht und in irgendeiner Form so aussieht, als würde es da quasi jedes Jahr an der gleichen Stelle wieder neu hochwachsen und dann nur oberirdisch absterben, aber unten irgendein Speicherorgan haben. Das könnt ihr ganz einfach feststellen.
feststellen, indem ihr mal buddelt und feststellt, okay, da unten ist gar nichts, beispielsweise beim indischen Springkraut. Macht das doch einfach mal, das muss ja eh weg. Grabt da mal ein paar aus und werdet feststellen, dass da unten nur so ein ganz paar Würzelchen, so ganz winzig klein, nichts Spannendes, keine Knolle, keine dicke, fette Wurzel, kein gar nichts. Beispielsweise irgendwelche Anemonen, beliebige Anemonenpflanze, Anemonen immer rosa oder irgendwelche Hahnenfüße, da gehören die ja auch über fünf Ecken irgendwie dazu. Grabt mal sowas aus, ihr werdet immer feststellen, dass da unten eine lange, relativ dicke Wurzel dran ist, in denen sie halt eben Nährstoffe einspeichern können, mit denen sie im nächsten Frühjahr wieder austreiben können. Wenn da tatsächlich dann nochmal eine richtige Knolle dran ist, sowas wie bei der wilden Möhre, die hat da unten ja wirklich so eine richtig schöne Verdickung. Die übrigens nicht wilde Möhre hat das auch. Überraschung, Überraschung. Oder die Kartoffel. Also was, was solche Organe hat, ist fast immer giftig. Also mal grundsätzlich merken, da braucht ihr gar nicht erst anfangen mit dem Genießbarkeitstest. Wenn ihr irgendwelche Überdauerungsorgane findet, dann könnt ihr die entsprechende Pflanze darüber in der Regel nicht essen. Es sei denn, die Blätter sind wieder ganz frisch ausgetrieben. Dann geht's unter Umständen vielleicht. Dann enthalten die aber auch kaum irgendwas, was für uns nennenswert nährstofftechnisch interessant wäre. Also das wäre dann höchstens interessant, wenn man einfach seinen Magen mit irgendwas vollstopfen möchte, damit man mental das Gefühl hat, man hat was gegessen und man fühlt sich besser. Das ist selbstverständlich auch wichtig. Übrigens herzlichen Dank an den Saki fürs darauf hinweisen, dass ich das mal vielleicht irgendwo noch hinzufügen sollte. Habe ich jetzt an dieser Stelle getan. Das war aber auch wirklich ein sehr wichtiger Hinweis. Ja, also eben solche mehrjährigen krautigen Pflanzen mit Überdauerungsorgan in der Erde, nichts gut. Grundsätzlich meistens nicht. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber ein prominentes Beispiel ist die Kartoffel. Da hieß es, man kann die essen. Man hat die Beerenfrüchte der Kartoffel gegessen und die sind ja super giftig. Und die Leute sind da wirklich auch reihenweise dran verreckt und haben sich gefragt, ja, was stimmt denn nicht mit der Kartoffel? Bis man eben rausgefunden hat, dass tatsächlich die Überdauerungsorgane essbar sind. Das kommt immer mal wieder vor, dass dann speziell eben, obwohl oben giftig, unten die Überdauerungsorgane essbar sind, weil die müssen ja nicht giftig sein, weil die sind ja geschützt, weil sie in der Erde drin sind. Da kommen ja die allermeisten Herbivoren, Pflanzenfresser, dann ja wieder nicht dran. Also denkt einfach mal ein bisschen nach. Warum ist die Pflanze so aufgebaut, wie sie aufgebaut ist? Das ist alles kein Zufall. Alles hat eine Funktion in der Natur. Jede Struktur hat auch immer eine Funktion. Wenn es nicht so wäre, dann gäbe es das so nicht. Das ist so ein kleiner Grundsatz, den man sich vielleicht mal ein bisschen merken kann. Es gibt hin und wieder mal Zufälle. Und diese Zufälle erweisen sich dann entweder als genial und die nächsten nachfolgenden Generationen werden das dann auch alle haben. Oder das war eine Scheißidee und das entsprechende Individuum, das diesen neuen Weg ausprobiert hat, stirbt an dem Punkt auch gleich sofort wieder aus. Vielleicht nicht sofort, aber sehr bald. Oder ist tot und weiß es noch nicht. Das gibt es auch immer mal wieder. Müsst ihr dann einfach halt mal ein bisschen entsprechend beobachten vielleicht auch. Vielleicht, wenn ihr ganz lange eben an diesem Ort, wo ihr euch da befindet, bleiben müsst, dann habt ihr ja Zeit, das im Laufe eines Jahres mal ein bisschen zu beobachten, wie das denn mit den einzelnen Pflanzenarten, die ihr da so findet, funktioniert und könnt dann im Laufe der Zeit immer besser abschätzen. Das könnte ich eigentlich auch noch mal probieren und jenes könnte ich noch mal probieren. Man braucht ja 2 bis 3 Monate, bis man verhungert ist. Da hat man schon ein bisschen Zeit, ein kleines wenig Botanik zu betreiben. Und zumal, wenn man da irgendwo in der Wildnis hockt, da hat man eh nicht viel zu tun. Also, da geht schon was, ne? So, und jetzt zum Schluss nochmal kurz der kleine, aber wichtige Hinweis. Was ich hier alles erzählt habe, das sind nur ganz grobe Richtlinien. Auch so ein Genießbarkeitstest kann täuschen. Diese groben Regeln zu, was ist essbar, was ist nicht essbar, das kann auch täuschen. Das kann alles ganz anders sein. Es gibt immer von jeder Regel in der Biologie Ausnahmen. Nur, wenn man wirklich nichts Besseres hat, als das jetzt das Wissen, das man jetzt hat, wenn man dieses Video gesehen hat, dann mag es vielleicht besser sein, das zu tun, was ich sage, als irgendwas zu tun. Mehr will ich hiermit überhaupt nicht erreichen, mehr Anspruch habe ich auch gar nicht. Es ist nur ein ganz kleines bisschen besser, als völlig random irgendwas zu futtern. Möglicherweise hilft es euch ja irgendwann mal. Macht's gut!